Von der SPÖ gibt es stehende Ovationen, unverständlich für andere. Am Tag der Abschiede vermeldet einer seinen unfreiwilligen Abgang. Die Regierung verweigert die echte Diskussion mit den Arbeitnehmern. Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt verschlechtern sich. Der Sozialstaat wird demontiert, sagte Wolfgang Katzian in seiner letzten Rede im Hohen Haus. Und auch wenn Sie es anders darstellen, Frau Bundesministerin, Sie kürzen im Gesundheitssystem hunderte Millionen von Euro. Sie kürzen bei der Gesundheit der Menschen in diesem Land. Sie kürzen bei den Patientinnen und Patienten. Gesundheitssystem gibt es hunderte Millionen von Euro. Sie kürzen bei der Gesundheit der Menschen in diesem Land. Seinen unfreiwilligen Abgang, nämlich Sie kürzen bei